Kann ich hier runterhüpfen? Mein Apfel! Nein! Na, ihr geilen Eierhälse. Ich streck mich erstmal. Oh Gott. Könnt ihr euch noch an Estranged Act 1 erinnern? Also das Spiel ist ja schon ziemlich lange draußen und wir warten eigentlich schon gefühlt Ewigkeiten auf Estranged Act 2. Es gibt seit einer gewissen Zeit schon, seit Herbst, glaube ich, letzten Jahres, die Alpha-Demo zu Estranged Act 2. Und demnächst kommt Estranged Act 2 sogar kostenlos raus im Early Access. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, wenn das Spiel schon mal so kurz vor der Vollendung steht, kann ich ja nochmal reingucken. Wir machen das Ganze zusammen, würde ich sagen. Wir starten ein neues Spiel. Ach du Scheiße, das ist ja eine Menge zu tun, ey. Fall. Oder Herbst. Alpha 1 ist schon, wie gesagt, ein Weilchen draußen. Ich bin gespannt, was auf uns wartet, weil Estranged war schon ziemlich spannend. Für ein gratis Indie-Game, zumindest Akt 1 war ja komplett gratis, war das echt nicht schlecht. Okay. Warum auch immer man das tun sollte. Habe ich jetzt nicht ganz gerafft. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das Spiel ausging, der erste Teil. Es war schon so lange her, ey. Ich muss noch was an der Maus-Sensi ändern. Kleinen Augenblick, bitte. Die Maus-Sensi ist mir echt zu... Ich glaube, man kann gar nichts einstellen, oder? Nee. Scheiße, man kann die Maus-Sensi gar nicht verändern. Na gut, muss ich damit zurechtkommen. Ist ja auch noch Alpha. Aber bis jetzt läuft es schon mal ziemlich rund. Es ruckelt nicht, aber ist auch, glaube ich, mit der... Half-Life-Engine da gemacht. Mit der Source-Engine. Bin ich mir jetzt aber nicht mehr 100% sicher. Oh, hier ist ein Loch. Ob man da rein kann? Ich guck mal. Ja, kann man. Soll man vielleicht sogar. Nein, ich hätte gerade aus weiter gewollt. Nun gut, zu spät. Komme ich nicht mehr weiter. Flattern wir einfach mal den Fluss entlang. Und schauen. Na, was da passiert? Ich wollte da noch gucken. Manu. Ah, ein Felsen. Oh, das baut sich aber auch ziemlich schlecht auf, muss ich sagen. Also die Weitsicht ist nicht die höchste. Alles klar. Wir sind hier mitten in irgendeiner alten... Erinnert mich gerade ein bisschen an Resident Evil 7, muss ich gestehen, so kurz vorm Ende. Kann ich da was drücken? Hallo? E, F, Q, W, X, Y, H, J. Nö, gut nicht. Dann schmunkeln wir mal hier rum. Hat eigentlich irgendeine Waffe oder so? Nee, ich kann... Kann ich zoomen? Ich dachte, wie kann... Ah doch, ich kann zoomen mit dem Mausrad. Ah, wollte gerade sagen, irgendwas ist doch ganz komisch gewesen gerade. Eine Battery... Die kann ich wenigstens mitnehmen, sehr gut. Dann kann ich die auch gleich einsetzen, hoffentlich. Ah, da oben ist noch Benzin. Nein. Och toll, nochmal außen rum. Ist das herrlich oder was? Wandern das Spiel. Nur weil ich da unten runterfalle. So ein Dreck. Huch, ich hab das Ding umgeschmissen. Na gut. Soll ich nicht weiter stören. Benzin, ich will... Boah, was ist denn? Lell, was ist denn los mit mir, ey? Ich krieg ja mal gar nichts hin. Da kann man mal ja nichts machen. Und... Schwupp. Ja, perfekt. Den kann ich bestimmt dafür verwenden, um da irgendwo ranzuhauen. Ja, perfekt. Und die Batterie ist für irgendwas anderes noch nützlich. Davon gehe ich mal aus. Oh, mach davon ganz alleine. Sobald ich draufstehe, ich muss nicht mehr was drücken. Was ist denn, wenn ich runtergefallen wäre wieder? Dann hätte ich ein Problem. Hätte ich das Spiel gecrashed. Ich kenne mich doch. Ich crash doch dauernd alles. Okay. So, ich auf diesen Felsen? Sehr, sehr sicher. Sehr, sehr sicher hier alles gebaut. Hupalahu. Hulapalu. Was ist denn hier los, Alter? Geht die Welt unter? Sind wir in der Hölle gelandet? Ja. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schmuck aus. Mit seinen roten Leuchteffekten. Hier ist soweit nichts, außer flackernde Grafiken. Alles klar. Schön ist es. Oh, hier ist... This is the Liam Jones Audio Diary Number 1. We just started studying the algae, and we realized that it actually glows if you leave it alone for a little while. So that's cool. Got a little sample here with me that I'm going to leave in my office for a bit to see what happens to it. Okay, langweilig. Typ Quatsch, irgendeine belanglose Scheiße interessiert mich nicht. War jetzt auch nicht wirklich storyrelevant. Außerdem habe ich eh kaum was verstanden, weil er ziemlich genuschelt hat. Und ich habe keine Untertitel. Dementsprechend ist es für mich noch umso schlimmer. So, wuppdiwupp. Hier ist nichts, hier ist nichts. Flackernde Flackerei. Fahre hoch! Fahre hoch!
Alle Fahrstühle gehen hoch. Geht ja gar nicht. Ach, was ist denn jetzt los? Was soll ich denn hier tun? Mining Company, ja, ein Scheißdreck ist das hier. Ich habe eine Batterie gesammelt, die mir jetzt überhaupt nicht weiterhilft. Muss ich da irgendwas umschalten? Soll ich vielleicht dieses komische Radio-Ding doch mitnehmen? Das habe ich da irgendwo hingeschmissen. Jetzt liegt es hier irgendwo rum und ich finde es nicht mehr wieder. Unpraktisch. Äußerst unpraktisch sogar. Kann ich hier vielleicht hochlaufen? Einmal schwuppdiwupp. Nee, hier ist eine unsichtbare Mauer. Oder? Ich muss hier in die Suppe springen. Nee, ist auch eine unsichtbare Mauer. Hä? Ey, das Spiel läuft keine 5 Minuten und ich häng jetzt schon fest. Ey, kroffel mir einen ab. Ist alles nichts. Alles nichts. Vielleicht liegt es ja wieder hier. Vielleicht respawnt es ja. Hä? Mach mal die Taschenlampe an. Die hat ja scheinbar unbegrenzt Batterie. Vielleicht kann ich hier irgendwo an diesen Kisten irgendwas zerwühlen oder sowas. Es muss doch hier irgendwie was drückbar sein, oder nicht? Hallo? Kannst du das mal machen? Josef! Nun hilf mir doch! Vielleicht muss ich mich hier hochklettern. Schnubbeliwupp. Ah, nee. Das bringt's alles nicht. Ich könnte Fässer nehmen. Aber wofür? Aha! I understand now. Die haben Gewicht oder so. Das war jetzt ganz doof von mir. Na gut. Habe ich jetzt ein Problem, oder? Ich steig einfach mal drauf. Kann ich hier vielleicht runter durchklappen? Ja, kann ich auch. Gut. Ich wollte schon sagen. Oh, noch mehr Batterien. Und ein Apfel. Ich habe einen Apfel gefunden. Yay! Mach mal Licht an. Vitamine und Naschen. In der Dunkelheit sind Vitamine wichtig, damit wir im Dunkeln nicht irre werden. Ich will meinen Apfel hier behalten, mein Freundchen. Okay, dann muss ich den Apfel da vielleicht reinlegen. Okay, hat keinen Zweck. Swag. Apfel, komm her, ich will dich mitnehmen. Der Abenteuer und die Reise des Apfels. Oh, Alter, dieses Geflacker ist ja mal herzallerliebst, ey. So, ist hier irgendwas Wichtiges in irgendeiner Ecke? Alles total nutzlos. Na, klasse. Gehen wir halt weiter. So. Ach, da liegt doch Batteriezeugs. Wofür auch immer. Jetzt habe ich den Karton aufgenommen. Ich will den Karton nicht, ich will den Apfel. Gib mir den Apfel, Apfel. Komm mit, ja, mein Apfelfreund. Du bist der Beste. Hier kämen wir theoretisch weiter, wenn wir das Ding irgendwie zum Lau... Ah, okay, Momentchen. Oder auch nicht. Ich dachte, wir könnten das Ding irgendwie kaputt machen. Vielleicht müssen wir, Momentchen kurz. Ich muss meinen Apfel hier erstmal ablegen. Du bleibst schön da, Apfel, ja? So. Pff, Alter, dieser Holz! Scheiß. Bleib doch mal... Ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß, weißt du das? Bleib draußen. Vielleicht muss ich diese Fässer nehmen. Und irgendwie dagegen schmeißen oder so. Was zur Hölle? Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ich habe weder was gehört, noch habe ich was getan. Okay. Es hat sich von alleine erledigt. Schön, schön. Das ist auch mal nicht so verkehrt. Gefällt mir. So. Indiana Jones lässt grüßen, oder was? Was ist denn hier los? Okay, da wird's dunkel. Der macht einfach die Taschenlampe aus. Der hat keine Batterie mehr, oder was? Wir sammeln dauernd Batterien und der ist einfach zu blöd, Batterien zu nutzen. So, hier kommen wir. Ach, da liegt noch was. Ja, perfekt. Im Haus. Hinterm Haus? Beim Haus? Am Haus? Überm Haus? Ruckel? Ruckel. Hör auf zu ruckeln! Was steht da? Live Sample Security, bla bla bla. Okay, Batterien. Eine Riesenbatterie für die Taschenlampe oder was? Das ist viel zu groß. This is the Liam Jones diary number 2. The samples are doing okay. We're just observing them now to see what happens. Diese Physik. The head office have sent for some samples, so we're gonna ship some over there too in some boxes.
Also Hawthorne. Boah, ist das langweilig, ganz ehrlich, ich halte nicht mehr zu. Ich will, dass hier alles... Corporation completes acquired blabla for my static as acquired... Oh Gott, ist das viel Text. Wenn ihr wollt, könnt ihr lesen. Pausiert jetzt kurz. Ich lese es für mich. Und dann ist gut. A fox. Okay. Snuck in. Weg damit. Weg. Ich will das nicht mehr lesen. Escape. Escape. Arg. Lies mal, E-Mails. Oh Gott. Thanks for your request for a new security badge for reference. The ticket is Argo 15824. What's the next step? Remember the Argo team, bla bla bla. Security badges, okay. Hugo Weber, we received a badge to clean the room and to wear bla bla bla. This response, Hugo Weber, bla bla. Messages from bla 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 bla. Liam, could you please outline how exactly your badge was misplaced? Okay. Im Prinzip ist da nichts Wichtiges bei, er hat nur seinen Sicherheitsbadge verloren. Nichts Schlimmes also. Alter, der labert ja immer noch, ist das ein Langweiler. So, ich will mal meinen Apfel wieder haben. Gib mir meinen Apfel. Apfel! Apfel! Nein! Ich will dich nicht zurücklassen müssen! Ja, perfekt, Apfel! Wir nehmen dich mit in das ruckelige Spiel des Ruckelns. Der Nachladeruckler. Kommen wir nicht so einfach rein, oder? Wir brauchen einen Schlüssel. Aber wo ist der Schlüssel? Habt ihr jetzt alles... Mann, dieser Laderuckler. Das Spiel ist mit irgendeiner Billig-Engine... Ah, hier. Da haben wir doch die Schlüsselkarte. Versteckt. Konnte ja nirgendwo anders sein. So. Oh, ey, das ist... Ganz ehrlich, das ist voll zum Kotzen. Das Spiel ist mit irgendeiner alten Engine gemacht und trotzdem ruckelt. So, Apfel... Ich brauche ich noch. Aha. Oui, oui. Ich mach mal die Taschenlampe aus, sonst ist die Batterie nachher wieder leer. Alles Schmuck. Da ist nichts. Da ist auch nichts. Das ist ja schön hier. Eine alte, verlassene Anlage. Gefällt mir. Noch mehr Zeitungen? Kann man die lesen? Ja. Lighthouse Dick. Oh, jetzt sind wir hier bei Dingsbus angelangt oder was? Bei Husk. Hubert. The lighthouse situated in Redstone Land on the land to be local major feeling when we're confident about impact traffic. Hayek, blah blah, too few ships be safe issues. Ist eigentlich im Prinzip nur Quatsch, der da steht. Nichts, was wirklich von Belang ist. Oh, da können wir durchkrabbeln. Ich glaube, das sollen wir sogar. Obwohl wir auch theoretisch hier durchkrabbeln könnten. Pff, wir schmeißen es einfach mal um. Mein Apfel bleibt mal da liegen. Alter, ist das dunkel. Ja, alles klar. Hier ist soweit aber auch nichts von Bedeutung. Da ging es theoretisch, glaube ich, weiter. Ja. Davon gehe ich mal aus. Deswegen gehe ich aber erstmal hinten lang. Durch dieses dunkle Gegänge. Mein Apfel ist auf dem Tisch. Perfekt. Dem passiert da nichts. So. Na, das hat sich ja gelohnt. Ich sehe gerade nichts mehr. Ich stehe aber, oder? Die Taschenlampe ist gerade so nützlich wie Kacke mit... Mit Kacke. Okay. Apfel. Ah, diese Ecken hier, ey. Du kommst mit. Ihr wisst doch alle, ohne meinen Apfel bin ich wehrlos. So, dann gehen wir einfach mal nach unten in den Keller. In die Räume, wo nur das autorisierte Personal hin darf. Eieiei. Eieiei. Ist hier irgendwas? Schnell hoch. Schwimm. Mein Apfel. Mein Apfel, ich hab ihn noch. Gut. Sehr gut, ich komme hier weiter. Ohne meinen Apfel. Ich habe schon gedacht, ich hätte ihn verloren. Das wäre der traurigste Tag meines Lebens. Ein Luna ohne Apfel. Was soll das nur? Was hier alles ist, ey. Do not touch the glass. Okay. Mein Apfel bleibt da liegen. Oh, wieder so ein langweiliger Scheiß, der erzählt wird. Security engineer on site. We've just admitted Dr. Frederick Prezala. Into the observation room. Zweiter Apfel. He became violent and attacked one of my members of staff. Mögt das Auge. Kleinen Augenblick. Mögt das Auge. Oh Gott. Probably move him off the island as soon as we can. We're not sure what caused this. Hä? Lol. Das ist ja witzig. Von hier ist quasi so. Und wenn man durch das Glas guckt, ist es so. Abgefahren. Aber nein, ich nehme meinen originalen Apfel mit, denn das ist der einzig wahre. Die große Liebe meines Lebens. Autorisiertes Personal only. Mach mal auf. Mach auf die Tür. Na gut. Dann halt nicht. Nö,
Apfel, die wollen uns hier nicht haben. Die akzeptieren unsere Liebe nicht. Gehen wir halt da lang, wo wir zuerst lang wollten. Und zwar in das hier. Okay, das ist abgeschlossen. Und hier geht's... Ah, da ist schon wieder so ein Kassettendings. This is Gareth Thomas speaking and we have analyzed... Ah, der quatscht wie ein Idiot, ey. Sorry, aber ganz ehrlich, ey, das ist ja nicht auszuhalten. Das mache ich nicht mit. Tut mir leid. Apfel, wir müssen gehen. Die wollen uns hier nicht haben auf der Party. Der Typ belabert uns. Oh. Hinfort. Los. Oh. Ich höre da irgendwas quietschen. Sind das Vögel? Ja, sollen wahrscheinlich Vögel sein. Davon gehe ich mal aus. Arc Corporation. Oh. Okay, das wäre der Fahrstuhl gewesen. Im Prinzip auch nutzlos für uns. Oh. Eine Tür. So, was ist denn hier Feines? Alter Schwede. Büroräume en masse. Hier können wir wahrscheinlich nochmal was lesen. Apfel, du bleibst schön da. Ich hau erstmal den Stuhl weg, der ist nämlich im Weg. Arc. Oh, E-Mail, Terminal, Chat. Oh, wir gucken erstmal in Chat. Heimlich Chatverläufe gucken. Wer macht sowas nicht? Ganz ehrlich, es gibt niemanden, der nicht gerne heimlich Chatverläufe gucken würde. Es ist immer spannend zu wissen, was andere so schreiben. Ich bin da total der Freak. Ich weiß, es klingt stalkermäßig, aber ich gucke gerne bei anderen Leuten mal einfach im Chat zu, was sie so geschrieben haben. Jetzt nicht unbedingt bei meiner Freundin, das auch mal ab und zu, aber... Allgemein, mich interessiert es immer so. Ich gucke immer so gerne. Und dann, natürlich ist man immer so, nein, ich will nicht, dass du mitliest, obwohl es belanglos ist. Aber man fühlt sich in seiner Privatsphäre immer gekränkt. Aber jetzt Chatverläufe gucken. Never give your password to anyone. Hello? Hi, hello. We did that bit. Hello? You? Can I help you? You still here? Hello? Mick, what do you want? Hello? Just tell me what you need. Hello? What's your problem? Can you please stop bugging me now? I need to work. Hello? Stop it, FFS. Hello? You are now offline. Da hat wohl jemand ganz schön getrollt. Lololololol. We have had reports that an air conditioning vent in your office location has been damaged and was removed due to rattling sounds. While an engineer will be on site for the next week or so, we recommend blocking the air vent with filling cabinets to avoid discomfort, bla bla bla. Okay, Air Force ist also blockiert. Wir gucken nochmal schnell in den anderen Terminal-Scheiß rein. User localhost S. Mumu. Unknown comment. Geht das wirklich mit Gold hier oder so? Oder Directory? Ach, ich hab vergessen, wie es geht. Ich hab fast schon lange nicht mehr in der Konsole. Ich bin zu alt. Zu lange aus der Technik raus. Das heißt, wir müssen uns einfach nur... Da ist der Airconditioner-Scheiß. Das ist ja jetzt nichts von Belangen. Wir schieben es einfach vorbei mit unserer puren Muskelkraft. Das kann man, dass da Rattling-Sounds waren. Da ist ja nur Scheiße. Ich glaube, wenn wir dahin gehen, kommen wir wieder unten an. Nein, machen wir nicht. Wir gehen nach oben weiter. Da 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 da. Oh Gott. Da 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 da. Hallöchen. Wir sind hier. Oh Gott, hier ist eine Glasscheibe, oder? Ja. Oh, so ein richtig geiler Brother-Drucker. Richtig schön groß. Die Juten Brothers, ey. Oh, da geht's theoretisch raus, aber ich werde erstmal hier gucken. Was gibt's denn hier Feines, außer rot und eklig? Und kann man da rein? Ach, das ist die Tür von vorhin wahrscheinlich, die nicht aufging. Ja, perfekt. So. Alles klar. Freiheit? Nein, doch nicht. Ist nur eine Lobby. Kann ich hier runterhüpfen? Mein Apfel! Nein! Mein Apfel. Er hat sich verkantet. Ich muss wieder hoch den Apfel holen. Ich muss da... Wo bist du, Apfel? Wo bist du? Apfel! Mein Apfel ist weg. Ich hab ihn geliebt. Er war mein Ein und Alles. Es ist weg. Ach man. Schade. Fotos! Hm, schön. Oh, Stonehenge. Noch mehr Stonehenge, noch mehr Stonehenge. Ein Schokokuchen aus Stonehenge? Mein Apfel. Ich fand gerade wirklich. Hört auf zu lachen. Das ist traurig. Er war mein Freund. Ich habe ihn. Taschenrechner. Arschloch. Ich mach alles kaputt. Mein Apfel ist weg. Die Scheiße regt mich auf. Ich will mit Mäusen schmeißen. Ich schmeiß mit Stühlen. Jetzt habe ich irgendwas kaputt gemacht. So, habt ihr nur davon. Weg mit dem Monitor. Mein Apfel ist weg. Kein Apfel wird ihn niemals ersetzen können. Ich gehe meinem Apfel nicht fremd. Nein, das mache ich nicht. Was hier alles für ein Scheiß ist, ey. Können wir denn irgendwo raus? Natürlich ist die Tür abgeschlossen. Ah, war ja klar. Hier geht's nicht weiter. Hier geht nur Gelaber in einem Labersaal. Ich könnte natürlich nach unten mal gucken.
weiter ganz normal, ob hier irgendwas geht. Ist auch abgeschlossen. Okay. Apfel, bist du es? Ich weiß es nicht. Bist du es? Ich nehme dich einfach mit. In Gedenken an meinen Freund nenne ich dich Apfel der Zweite. Apfel, nein, es tut mir leid, ich wollte dich nicht mit der Tür schubsen. Es tut mir so leid. Was ist das für ein Bürokomplex? Der ist völlig nutzlos eingerichtet hier am Anfang. Hier geht's natürlich nicht raus, ist ja klar. So, Apfel, wir machen uns auf den Weg. Und schauen mal nach. Vielleicht liegt dein Freund ja hier irgendwo. Es würde mir leid tun, wenn ich dich jetzt auch im Stich lassen müsste. Aber wir haben nun mal keine andere Wahl. Dann gehen wir halt in den Keller. So. Ja, müssen wir in den Keller runter. Ist hier vielleicht irgendwas versteckt? Nein, ist es nicht. Hä? Bin ich geistig behindert? Taschenlampe ist natürlich völlig für den Arsch. Ich kann immer so blitzlichtmäßig was machen. Ich hoffe, er kriegt keine Epilepsie. Achtung, Epilepsie-Warnung. Könnte ja sein, dass es jemanden stört. Ich raff hier prinzipiell erstmal gar nichts, ey. Kann man mal ja nichts machen. Ich glaube aber, wir sind schon 20 Minuten beim Aufnehmen. Es passiert ja auch irgendwie im Spiel überhaupt nichts. Ich hoffe, die nächsten Parts werden spannender, Leute. Auf jeden Fall, die Abenteuer des jungen Apfel gehen weiter in Folge 2. Mit den Abenteuer des Apfel, den Zweiten. Auf dann auf bald. Auf Wiedersehen, Tschüssikowski. Blablabla. So, das ist auch mal wieder bei einer weiteren letzten Runde. Apfel der Zweite mit mir und Lunetsch. Oh, fast hätte er sich auch verkeilt, ey. Holla die Ho, ey. Schade, dass ich meinen alten Freund im Bürokomplex zurücklassen muss, aber ich hoffe, ihm geht es gut. Eines Tages wird dich jemand finden und retten. Solange nehme ich deinen Bruder mit. Apfel der Zweite. Oder der Nachfahre? Ich nenne Apfel der Zweite, ist der Nachfahre. Dementsprechend. Dann war auf jeden Fall wieder bei einer weiteren illustren Runde Estranged. Mit mir, Lune. Ja. Im letzten Part haben wir einen Apfel gefunden und haben gemerkt, dass das Spiel ab und zu, was heißt ab und zu, ziemlich oft ziemlich stark ruckelt und Grafikflackern hat. Also der erste Teil war wesentlich sauberer programmiert, aber es ist ja auch erstmal nur eine Alpha. Dementsprechend, crazy shit. Hoffen wir... Ich glaube, wir haben ein Problem. Ach lol. Nein, dann packe ich das zum Ende, tut mir leid, dann packe ich das zum Ende des zweiten, letzten Parts auch noch dazu. Ja, gut, dann doch keine Verabschiedung. Ende für der Alpha. Ja, war jetzt gar nicht mal so spannend. Schade, ich habe mir mehr von erhofft, weil der erste Teil so super war. Aber na gut, Apfel-Action ist gegeben. War okay. Was jetzt? Ich nehme noch ein komisches Bild. Okay, ja. Mal gucken, wie das fertige Spiel wird. Ich hoffe, spannender, weil das war jetzt irgendwie bis auf den Apfel nicht so spannend. Aber schöne Musik hat es immerhin. Ja, dann habe ich das auch fertig. Tut mir leid. Ich dachte, ich zeige euch was Geiles. Aber die Alpha war halt irgendwie... Bin ich der Meinung, hätten sie sich sparen können. Sie haben sich damit keinen Gefallen getan. Die Grafikfehler, die Glitches, die wenige Spannung, die im Spiel aufkam... War jetzt nicht so. Sorry. War nicht so. Nee. Eure Meinung gerne in die Kommentare. Wie fandet ihr den Apfel? Fandet ihr den auch so schön wie ich? Soll ich vielleicht mal gucken, ob ich eines Tages meinen Freund den Apfel wiederfinde? Vielleicht findet ihn niemals. Vielleicht treffen wir uns irgendwann zufällig in New York auf der Straße. Und nach 20 Jahren denken uns, hey, die Zeit ist vergangen. Aber meine Gefühle sind immer noch da. Lass uns doch zusammen was trinken gehen. Und wer weiß. Vielleicht ist es so wie bei diesen... Beziehungen, die irgendwann aufhörten und dann sieht man sich später wieder und denkt sich, eigentlich war es gar nicht so kacke damals. Lass es uns doch nochmal versuchen. Apfel, ich liebe dich nach wie vor. Willst du mich heiraten? Dann stecke ich in einen kleinen Ring über seinen Stängel. Das klingt falsch. Über seinen Apfelstiel. Dann kriegen wir ganz viele kleine Apfelkinder. Ach, das wäre schön. Ich würde mich freuen. Ihr euch auch? Ich hoffe doch. Ihr seid alle herzlich eingeladen für unsere Hochzeit. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen, Tschüssikowski. Blablabla.